Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Stranded Deep. Ja, wir sind in Richtung Nordosten unterwegs und das die ganze Nacht. Schöner Sternenhimmel. Es ist ruhig, wir haben keine Taschenlampe. Wir sehen auch keine Insel, beziehungsweise nur die eine da. Und hier eben die jetzt hinter uns war. Wo ich mich eben auch zurückgezogen habe, um mal eben kurz was zu trinken etc. Mal kurze Pause zu machen vom Aufnehmen. Muss ja auch mal sein. So, und jetzt hier oben rechts, meine ich zumindest in Erinnerung zu haben, ist eine riesengroße Fläche, wo wir nichts haben. Das heißt, hier könnte wirklich das Seaford sein. Aber wir werden es jetzt nachgucken. Ich fahre auf jeden Fall erstmal so weit, wie es geht. Also ich hoffe, es geht noch ein Stückchen nach da hinten raus, dass wir vielleicht auch Glück haben und mal was finden. Ich bezweifle es aber ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nichtsdestotrotz werden wir trotzdem unser Bestes geben. Oh. Ist ja schön. Bruno, der Hai ist da und wir haben kein Licht. Das passt ja schon wieder. Und ich habe die ganze Zeit nicht gespeichert, fällt mir gerade mal so ein. Das heißt, wenn wir jetzt krepieren, dann sind wir wirklich im Popo. Ja. Wie ihr seht, ist da die Karte zu Ende. Sehe ich jetzt gerade. Weil das ist nämlich die Begrenzung hier. Das heißt wirklich, die Karte ist hier vorbei. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man da drüber kommt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass hier die Karte zu Ende ist. Das heißt wirklich, dass hier hinten auf jeden Fall nichts ist. Das heißt natürlich auch, dass wir jetzt der Kartenrand hier mal entlang fahren. Einfach nur aus Neugierde. Weil da hinten in der Ferne ist auch irgendwas zu sehen. Ich weiß aber nicht, das ist wahrscheinlich eine Insel. In der Richtung sieht man leider gar nichts. Mich wundert es jetzt nur ein bisschen. Ne, wir fahren nicht in die Richtung. Wir fahren in die Richtung. Aus zwei Gründen. Weil wir wollen ja nicht Inseln finden, sondern wir wollen ja das Seaford finden. Das Seaford kann ja sein, dass das in der Ecke irgendwo ist. Weil wie wir sehen, ist hier ja nichts an Inseln zu sehen. Das heißt, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Da hinten sind Fledermäuse über dem Meer. Das ist auch schon recht merkwürdig. Ist schon. Upsala. Jetzt habe ich gerade mal den Bildschirm gedreht und dann bin ich gegen die Maus gekommen. Habe ich wieder zu viel das A gedrückt. Ich dachte eigentlich, drück mal ein bisschen A, damit du die Linie wieder siehst, damit du auch weißt, ob du überhaupt richtig fährst, Nexus. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir dahinter fahren. Ich will es jetzt ehrlich gesagt gar nicht testen, weil nachher teste ich es und das Spiel schmiert ab und crasht sich und wir müssen alles wieder von vorne machen und nee, da habe ich keine Lust zu. Wir haben auch immer noch keinen Wal gesehen, ey. Also in der ersten Staffel nicht, in der zweiten Staffel nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal einen Wal sehen. Den würde ich auch jagen. Hätte ich kein Problem mit. Nee, Spaß. Spaß beiseite. Wal zu jagen ist, glaube ich, ziemlich hirnverbrannt. Wobei, wer weiß, vielleicht braucht er auch nur drei Treffer in den Kopf. Ah, hier ist also die Endlinie sozusagen, die Endecke. Dann fahren wir jetzt weiter nach hier runter, in der Hoffnung, dass wir hier dann irgendwo endlich mal das Seaford finden.
Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, das Seaford soll das über Wasser sein oder kann das auch hier unter Wasser sein? Wenn das natürlich unter Wasser auch sein kann, dann könnte das natürlich sein, dass es das hier schon längst ist, aber ich nicht mich traue da reinzugehen, weil es natürlich auch Nacht ist. Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, ich halte jetzt einfach mal auf die Insel zu. Wenn die Insel jetzt gleich groß wird, dann können wir abbiegen zu der, weil dann müssen wir nämlich Richtung Westen. Achso, das ist wirklich die letzte Insel hier auf der Seite sozusagen. Das war ja die, wo ich gerade eine kleine Pause eingelegt habe, um meinen Finger mal zu entspannen. Ich finde das trotzdem schade, dass diese blöde Taschenlampe nicht mehr geht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Auf einmal gehen die, oder haben die jetzt das auf L gelegt oder so? Ne. Ist auf jeden Fall merkwürdig. Ärgert mich ein bisschen, weil die Taschenlampe natürlich nachts sehr, sehr hilfreich ist. Vor allen Dingen auf dem Meer, dann kann man es auch anmachen und wenn wir dann mal einen Buhn oder einen Hai sehen, dann können wir auch sehen, wo der herkommt. Na? Ja, in der Ecke ist hier dann auf jeden Fall kein Seaford. Und das Blöde ist, ich habe nicht so viele Ecken, wo keine Inseln sind. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Probleme. Vielleicht ist das ja auch immer von Kartengeneration, also hier nicht Regeneration, sondern die Karte wird ja generiert für jedes einzelne Spiel. So, vielleicht gibt es bei manchen Generatoren dann oder generierten Maps eben diese Seaforts und bei manchen eben nicht. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ist mal eine Sache, die man wirklich mal nachhaken müsste. So, wir fahren auf jeden Fall erstmal an der Endsee vorbei. Weil im Hintergrund sehen wir ja schon die nächste. Wir werden auch irgendwann Inselhopping machen. Das heißt von Insel zu Insel und mal gucken, was es da so finden gibt. Weil ich möchte natürlich einerseits auch gerne mal endlich diese Harpune finden. Die habe ich auch noch nie gefunden. Noch nie. Ich habe schon Spieler gesehen, die haben in der dritten Folge das Ding gefunden. Ich habe teilweise, wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube, ich bin jetzt bei der 45. Folge insgesamt, oder ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Oder vielleicht auch schon bei der 50., also mit Staffel 1 und 2 zusammen. Jo, da ist wieder Bruno der Hai. Was ist das? Also jetzt sehen wir hier aber weit und breit keine Inseln mehr, außer die jetzt hier. Ja, okay, hier ist wenigstens was zum Looten. Auch nicht gerade wenig. Ist ja auch mal interessant, ne? Hier scheint eine Steininsel zu sein, eine kleine und direkt eine normale Insel. Also ich nenne die jetzt einfach Steininseln. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Ja, ich will eigentlich an das Boot da dran, um mal zu gucken, ob da eine Taschenlampe drin ist. Es geht doch. Wieso kann ich die nicht nutzen? Ach ne, die muss man jetzt echt in der Hand halten. Naja, okay. Was will man machen? So ist das Leben. Wir haben wenigstens wieder eine Taschenlampe.
Finde ich trotzdem etwas doof. Also das finde ich einen Rückschritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Aber naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Halt auf der Insel. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Nachtlager und so weiter etc. Beziehungsweise überhaupt mal einen Lager. Platz eben kurz zusammensuchen. Dafür müssen wir natürlich noch ein paar Bäume fällen. Was sagen eigentlich unsere Vitalwerte? Ach ja, das ist ja alles noch in Ordnung. Da haben wir auch ein Schweinchen, was noch rumrennt. Ja, das war so klar. Na komm. So viele Stickies brauchen wir auch gar nicht. Weiß das gar nicht mehr. Shelter. Ein Lushing brauchen wir auf jeden Fall. Und eben die Palmblätter. So, Lushing, Yucca. Gibt's doch bestimmt eine Yucca-Palme. Also ich würde sagen, wir bleiben erstmal auf der Insel hier und werden dann demnächst mal ein wenig looten. Ah, ich wusste doch, hier gibt's Yucca. So. Da ist die Palme unserer Begierde. So. So. Safen wir erstmal und danach schlafen wir mal. Gute Nacht. So. Wir sind aufgestanden. Es ist 13:50 Uhr. Das heißt, er hat richtig lange geschlafen. Ist das überhaupt noch essbar? Ja. Wow, ey. So, den stelle ich jetzt mal absichtlich hier hin. Weil vielleicht füllt er sich ja wieder auf durch den Regen. So, und jetzt können wir mal gucken. Was zu essen will ich jetzt nicht unbedingt jagen, sondern ich wollte mal gucken hier einmal ringsrum um die Insel, weil jetzt ist es ja wieder so ein bisschen heller. Ja, jetzt kommt die Melodie. Aber ich kann natürlich nicht nach oben was sehen. So, da ist auf jeden Fall ein Boot, was ja schon mal recht gut ist. Da hinten hatten wir auch noch mehrere Fracks. Ach komm, lass das Schwein am Leben. Dann werden wir uns jetzt mal eben kurz ans Boot springen. Aber nach dahin rüber werden wir wohl wiederfinden. Ach ja, nee, ist klar, Bruno. So, das Gute ist natürlich, unser Boot ist natürlich so sehr, sehr wendig. Vorteilhaft ist es natürlich, wenn es wendig ist. Nachteil ist natürlich Sprit. Wenn er irgendwann alle ist, ist er alle. Oh, wir waren hier aber schon mal. Das erkenne ich nämlich an dem Reifen. Eine Axt, eine Torch. Fuel Tank nehme ich jetzt nicht mit. Engine nehme ich jetzt auch nicht mit. Brauchen wir nicht.
Hier ist auch wieder eine Engine drin. Sehr uninteressant für uns. Da ist aber noch was. Oder auch nicht. Ja, komm, jetzt spring da drüber, du. Okay, das hat uns jetzt nicht so ganz viel gebracht. Ist aber auch nicht schlimm. Wir wissen auf jeden Fall jetzt schon, dass wir schon mal hier waren. Weil das Boot, wenn da die Reifen fehlen, dann haben wir die Reifen genommen. Das hundertprozentig. Oh, Backe, ey. Da ist aber schon hier, muss man schon ein bisschen Bootsführerschein haben. Aber jetzt mal ganz, 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 ganz ehrlich. Manchmal nerven die Haie doch einfach nur. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Man will eigentlich nur was zeigen oder beziehungsweise bisschen was machen und schon kommt wieder ein Bruno an. Und das Geile ist, man sieht ihn da noch nicht mal, weißt du? Man hört nur die Musik und das war's. Ach so, jetzt greift er mich an, ja? Wo bist du denn? So. Ach nee, ist klar. Direkt zwei. Ja, wo seid ihr denn jetzt? So, der ist tot. Fehlt jetzt eigentlich nur noch der zweite. Müssen wir natürlich die Taschenlampe wieder auswählen. Das Gute ist, wir können auf dem Hai reiten, wie man sieht. Ja, die Haie nehme ich natürlich mit, ist aber logisch. Zwei Haie, ein Nexus, der Nexus hat gewonnen, so wie sich das gehört. So, den anderen müssen wir jetzt eben kurz suchen. Da weiß ich gar nicht genau, wo der runtergegangen ist. Der ist ein bisschen zur Seite geflogen. Der ist irgendwo hier hingeflogen. Hoffentlich finde ich den überhaupt. Bevor uns nämlich ein Hai findet. Wartet mal. Den einen haben wir nach hier hingeschossen. Der andere ist nach dahin irgendwo geflogen. Aha. In der Hand habe ich eine. Oder? Ja, habe ich. Gut. So. Wir laufen auf dem Hai. Sind wir auch ein bisschen schneller. So, das wird den Haien wahrscheinlich eine Lehre sein, dass sie uns nicht nochmal so ärgern. So, die schmusen mal ein bisschen. Jetzt holen wir noch unser Boot eben kurz nach hier hin. Dann ist wieder alles Paletti. Bei der nächsten Tour werden wir dann auf jeden Fall mal in die Boote reingucken. Zumindest dieses Boot noch. Das ist ja auch schon genial, ne? Du stehst da nichts an, denkst dir, boah, ey, Hai, reg mich nicht auf und dabei sind das zwei. Mann, Mann, Mann. Aber ist ja auch ganz gut. Wir haben unsere Speere wieder. Wir haben sogar unsere Pfeile wieder. Und es reichen wirklich zwei Speere und oder beziehungsweise drei Speere und ein oder eben zwei Speere und ein Pfeil aus.
Der sagt irgendwas. Okay. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Denn dann seht ihr natürlich immer sofort, wenn ich was Neues hochlade. Ey. Plötzlich haut der Hai ab, ey. Oh, hör mal. Oh, wir haben bei diesem Mal auch eins. Ach nee, das ist das. Ne, wir haben da, okay. Da müssen wir natürlich beim nächsten Gelegenheiten mal zur Insel zurückfahren, auch weil, oder zumindest hier ein Feuer machen oder einen Smoker bauen, müssen wir mal schauen. Ja, ist in beiden wieder was drin, ne? Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, beziehungsweise gebt mir Kommentare, dann können wir auch kommunizieren. Und wie gesagt, gebt mir auch gerne ein Abo, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Und ansonsten sage ich mal, ich bin raus, euer Nexus. Ciao.